Medical Pavillon. Grüße von Rapture. Wer kann schon seinen ersten Bug auf die Stadt vergessen? Blick! Achso, Blick ist ja aus dem U. Erstaunlich. Drücke Selectors aktuelles Ziel, um Reiter Ziele anzusehen. Kompassnadel wird dich möglich zu deinem Ziel führen. Wir alle ziehen in große Kette und die große Kette bewegt uns alle. Eine Rapture-Erinnerung. War das vorher auch schon da, das Wasser? So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. Du rettest den Notzugang, mach schon. Kurze Frage, stand nicht ganz am Anfang? Moment, ich muss kurz husten. So. Stand am Anfang nicht, als wir Rapture betreten haben. Keine Götter, keine Könige. Oh, was haben wir hier? Objekt kaufen. Eve-Spritze. Ionische Schrot für Schrotflinte. Ja, wir haben noch keine Schrote. Oh, das denn? Hacken! Hacken wir doch mal! Hacke Sicherheitsboss an seiner Seite, greifen den Feind an. Hacken! Platte aufdecken. Finde passende Rohre austauschen. Nimm Rohre auf, ersetze sie, um Verbindungen herzustellen. Leite die Flüssigkeit zum Ausgangstor, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Ich brauche was, was... Genau, das brauche ich. Nein, das brauche ich nicht. Ich brauche das. Fertig. Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen Feinde an. Finde ich gut. Okay, jetzt ist nur die... Erstmal gehen wir hier hin, weil hier blinkt was. Hören! So, jetzt. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Oh! Shit! Das war jetzt aber nicht schön. Kaputt. Okay, der hat sonst nichts. Ah, hier kriegen wir auch noch ein paar Patrönchen. Ah, hier ist er. Wo waren das? Zwei. Oh, was haben wir denn da? Notfallkühler. Oh. Wenn du durch den Notzugang willst, brauchst du den Schlüssel von Dr. Steinman. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. So ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt so ein Mensch ist. Ich drücke jetzt einfach alles an Schaltern, was da ist. Jetzt hast du schlafende Hunde geweckt. Da kommen sie. Na, ich habe ja meinen Sicherheitsroboter, also. Hallo? Oh.
Stirb! Aber ich finde gut, dass unser Sicherheitsbot uns jetzt auch hilft. So. Okay, das ist voll, da haben wir nichts mehr. Nichts. Auch nichts. Ey, wo willst du hin? Oh, was haben wir da? Keine Ahnung. Machen einen doch schon ein bisschen fertig. Halt die Augen nach Steinman offen. Der bescheuerte Windkerl hat sich in der Chirurgie eingenistet. Wenn du ihn finden willst, brauchst du einfach nur der Blutspur zu folgen. Okay. Aufheben. Aber dann möchte ich es mir auch. Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Denk dran, es gibt einen knackigen Kurzschluss bei den ganzen Maschinen da, wenn du sie mit dem Elektrowurf lässt. Ich wollte hacken! Ich wollte das Ding doch nur hacken! So lässt man mich denn nicht hacken? So, jetzt hacken. Oh, wir können aufkaufen, ja. Nein, wir hacken. So, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Fertig. Donnerlütchen. Also wie es ausschaut, müsste hier ein Gegner sein. Was? Gehen wir aber gleich noch mal hin. Ich möchte ja sicher gehen, dass hier. Alter, du hast ein Aggressionsproblem. Kiste mit Granaten. Scheiße, alle leer. Okay, das scheint ein Chirurg zu sein. Okay, da möchte ich mich... Na komm, wir gucken jetzt. Dann hören wir uns auch gleich die ganzen Sachen an. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen. Wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? Du bist krank. Wirklich, das ist... Oh, ne, ich spritze.
wollte mich ja hier nochmal umgucken, weil hier waren ja auch noch ein paar mehr. Oh, können wir den reparieren? Ich möchte den reparieren. Er hat mir gute Dienste geleistet. Naja, oder auch nicht. Und hier war doch auch noch... Ja, hier war auch noch was. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Gott. Sieht alle echt creepy aus. Oh, hier haben wir noch ein paar Kisten. Leer, leer. Mist. Liste hat kein Ende. Welche Katastrophe hat je mit den Worten diejenigen, die für den König und das Vaterland scheinen, sind die schlimmsten Zerstörer. Diese Verkehrung der Dinge, diese Lüge ist es. Alles gut. Autohacker. Was ist ein Autohacker? Weil kostenlos zu hacken. Oh, ich bin betrunken. Und ein Pokal, okay. Jo, mehr gibt's hier anscheinend nicht. Mensch, du alte Drohne, geh mir doch mal aus dem Weg. Dein Revier ist dein. Aber streng mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt's den Rapture Wassereinbruch. Mir ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt, ist es mir auch schnurzpiep egal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt voll zu laufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Und dann werde ich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. Ja, so kann man es auch sehen. Sicherheitskameras. Ich kann diese Teufelsdinger überall um mich herum hören. Sie sind Ryans Augen und Ohren. Also müssen wir warten, bis sie weg ist, dann schnell hin. Und hacken. Hacken wir doch mal. Nee, das war schon ganz gut. Jetzt brauche ich nur einen, der von, genau, den brauche ich. Perfekt. Schon gehört die Kamera uns. Okay, panzerbrechende Munition, sonst... Junge Frau, sind Sie lebendig? Nein, dann, auf Wiedersehen. Haben wir jetzt was? Oh! Hacker's Delight! Neues Körpertonikum. Hacker's Delight. Mit Hacker's Delight wandelt ihr Körper den veränderten Strom einer gehackten Maschine in ein leistungsstarkes Heilmittel um. Hacken und heilen! Du hast dein erstes Körpertonikum erhalten. Körpertonikum machen dich stärker und mächtiger. Sie werden gesondert von Plasmiden und anderen Tonikumtypen ausgerüstet. Ah, okay. Das haben wir also schon alles entdeckt und den Rest haben wir noch nicht entdeckt. Hilfe, Karte, Ziele. Wo kann ich denn meine Tonikas gucken?
Weil ich weiß nicht, habe ich das jetzt ausgerüstet oder habe ich das jetzt nicht ausgerüstet? Das ist es ja jetzt. Was ist mit mir geschehen?